Okay, ich traue mich nicht wirklich jetzt hier drauf, weil ich nicht weiß. Aber wir kommen. Okay, wir kommen sowieso nicht weit. Wir würden nach da ankommen, denn so, so. Könnte man hier rüber und dann wäre ich auch schon wieder. Ja, ich glaube nicht, dass uns das irgendwie weiterhilft. Wir haben ja leider keine Kristallschuhe. Okay. Ach, das ist die eingestürzte Minengedingse hier. Verdammt, noch eins. Wie oft muss ich noch das noch sagen? Das hier ist eine wichtige archäologische Stätte. Schürfen und Rumhängen sind hier verboten. Diese Steintreppe existiert schon tausende von Jahren und muss in Ruhe gelassen werden, bis wir sie richtig absichern können. Warum hört mir hier eigentlich niemand zu? Was? Die beste Antwort darauf, warum hört mir keiner zu? Was? Das ist das Beste, was du antworten kannst. Geht einfach, es ist einfach Nonplusultra. Ja, heiter dich mal auf. Ich bin auch schon total aufgeheitert. Toxi. Pharao. Ach, Feuer. Feuer ist hier so super. Banzai ist hier so super. Süß. Ui, Toxi. Nochmal Pharao. Oh Mann, ey, du hast voll die Low Pokémon, wollte ich sagen. Quatsch. Gott, die geben nicht mal mehr. Gott, ich würde so gerne mal ausprobieren, aber wir haben. Alter, 73 Ausdauer ist halt auch einfach. Einfach ein Wuck, ne? Nein, macht sowieso nichts, die sind sowieso gleich, aber. Ist halt doch ganz schön dolle dann. Wir hätten mal warm Knuffer machen sollen, wa? Naja, egal. Na gut, trampel einfach weiter auf der Geschichte herum, du Barbar. Baba. Baba war, meinst du? Ja, Geschichte rumtrampeln. Ja, ja, ja. Okay, aber wir können. Wir kommen nicht von ganz oben, okay. Ein Lapinite. Ich wünschte, wir hätten irgendwie Flammenwurf, der beide trifft oder so. Das wäre geil. Dann könnten wir einfach flammenwurfmäßig hier Flammen werfen und dann. Wäre voll episch. Episch. Was soll ich hier nochmal? Frag einen Gast der Jaguar Lounge. Haben wir das noch gar nicht gemacht? Hui, oh. Geht das nicht? Okay, geht nicht. Was? Ach, das nicht. Hallo? Ich bin ein Keks. Das Wasser schmeckt irgendwie komisch. Wenn hier noch ein Schmied vorbeikommt und fragt, wann er endlich wieder Erz bekommt, dann flippe ich echt aus. Ich habe gehört, Sie haben Case endlich erwischt. Wurde ja auch Zeit. So können wir nicht arbeiten. Es ist wohl Zeit, nach Dennis zu ziehen. Wir können unsere eigene Mine in den Aquamarinhöhen aufmachen. Dieser Ort hier hängt mir zum Hals raus. Ich trage jeden Morgen so viel Zeug zur Arbeit und heute hätte ich ein Kanu mitbringen müssen. Klasse, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, ohne nass zu werden. Tolle Arbeit, Ingenieur von Quatzel. Also gar nicht mehr raus? Also 0, nada raus? Nein! Ah, nix Bun-Bun! Bun-Buns sind der Tod! Da geht's eigentlich nach nichts. Bist am Trödeln, hä? Ich bin auch kein Bergarbeiter. Dann hast du hier nichts zu suchen. Aber wo du schon mal hier bist, fordern wir dich zum Temtem-Kampf heraus. Klar habe ich hier was zu suchen.
Wirklich, Wasser? Seid ihr doof. Wirklich, ihr seid doof. Ihr seid echt doof. Könnt ihr echt nicht bringen. Wasser. Jetzt habe ich auch noch Gohan eingesetzt. Jetzt wird Gohan gleich erstmal sterben. Weil ich so intelligent bin. Der hatte nämlich gar kein Leben. Naja, egal. Schafft Gohan schon. Sorry, Gohan. Quatsch, Kettenblitz. Natürlich darfst du nochmal angreifen, weil es wäre ja doof, wenn du es nicht dürftest, um mein Pokémon zu töten. Es wäre ja doch irgendwie kacke. Also machen wir es lieber so, dass du nochmal angreifen darfst. Das würde ja sonst keinen Sinn ergeben. Wäre ja sonst langweilig. Ups. Naja, Minako wollte ich eh einsetzen. Quark, 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 Quark. Mehr höre ich hier nicht. Immer nur Quark, Quark, Quark. Wow, solche Tänzer habe ich noch nie in der Mine gesehen. Ich bin ja auch kein Bergarbeiter. Die Grubenwürmer. Ich darf sie auch dissen. Naja, ich lass Gohan einfach mal. Ich lasse ihn einfach mal tot. Es tut mir leid, Gohan, aber ich lasse dich einfach mal tot. Nein. Bun Bun, geh weg. So, wie kriegen wir die Mine denn jetzt wieder instande hier? Duft. Gut, wurde auch Zeit, dass ich Pause machen kann. Zeit, die Spitzhacke fallen zu lassen und die Temtem-Karten in die Hand zu nehmen. Ich habe keine Pause gemacht, ich habe gearbeitet. Schon wieder ein Wasserding, was ist denn los mit euch? Habt ihr alle hier irgendwie zu viel getrunken? Gibt's ja gar nicht, ey. Das ist ja schon Mobbing. Das ist ja schon unsagbares Mobbing. Das einfach. Level 50 da. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum die immer zweimal angreifen dürfen. Wenn ich, sobald ich austausche, dürfen die immer zweimal angreifen. Ich meine, wir haben jetzt eh gewonnen, aber trotzdem. Ach Mann, ich dachte, ich könnte das schaffen. Nee. 71 Geld, Alter. Du verdienst auch kein Geld hier unten, wa? Kannst du besser von Hartz IV leben. Megakristall, ein großer Brocken einer Sette Minerals. Halte es von hungrigen Kristalltemtem fern. Kannst du einem guten Preis verkauft werden. Aber ich möchte vielleicht, dass meine hungrigen Kristalltemtems was zu essen haben. Gott, warum sollte ich meinen armen Temtem... Oh, ich komme hier echt nicht weiter. Hey du! Helf mir! Okay, ich muss wirklich wieder zurück. It looks like. Och. Ja, rein theoretisch weiß ich nicht, was ich hier soll. So von der Theorie her weiß ich nicht, was ich jetzt hier soll. Ich glaube, ich verwende einfach mal eine Rauchbombe, oder? Weil das wäre ja eigentlich... Ich meine, wir haben ja nichts mehr. Naja, doch, wir können hochlaufen. Dann setze ich mir aber mal einen Duft auf, damit ich nicht mehr ganz so rieche. Wir können so hochlaufen. Weil die Treppe ist schon so heruntergejagt, dass wir einfach slalommäßig hochlaufen können. Wir reizen damit zum Glück auch nicht den Typen. Das ist auch ganz gut. Guck mal hier, ich laufe überall lang. Ja. Natürlich.
Aber sind sie seltener? Wobei, sind schon viel seltener. Ups, macht ja gar keinen Schaden. Egal. Soll ja auch keinen Schaden machen. Wäre ja Sünde. Ich hoffe, das überlebt Minako. Ich weiß gar nicht, ob das Schaden macht. Es hat auf jeden Fall Schaden gemacht. Rennt er vor Freude. Weg. Und weg. Ich wollte, dass Banzai Level up geht. Schick. Sirk, Sirk. Ja, müssen wir ja hier. Langt. Mehr Liebe brauche nicht. So, jetzt können wir nämlich von hier oben irgendwie lang. Ja, ich möchte trotzdem weiter riechen. So, und jetzt können wir hier eventuell... Es scheint... Ich hatte recht. Das Shinjo-Horn passt hier perfekt hinein. Et voilà. Es ist offen. Ich sollte dem Guildmeister der Schmiede Bericht erstatten. Ich hoffe, Sie können mir nun helfen, die Narwal zu reparieren. Hi. Hab aufgemacht. Was zum... Du hast die uralte Pforte geöffnet? Wie hast du das gemacht? Mit der Kraft der Liebe. Was? Die Antwort war so kitschig? Hey. Das war die Kraft der Liebe. Mann. Macht man einmal die Kraft der Liebe einsetzen so und schon? Nö, jetzt brauche ich es nicht mehr. Jetzt bin ich in the town. Temtem Podium ist da vorne. Aber schön, jetzt haben wir die Mine ja so gesehen geöffnet. Warum ist hier ein Tisch? Guildmeister? Ich weiß überhaupt nicht, wer der Guildmeister ist. Lalala. Ich glaube hier unten. Ich glaube hier. Noch ein weiter und da rein. Das sieht aber ganz weit weg aus von da an, wo ich dachte, dass sie da zu wären. Guildmeister? 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 Das ist die Guildmeisterbeere. Hey, Guildmeister! Ah, du bist zurück. Die guten Nachrichten sind dir schon vorausgeeilt. Die Bergarbeitergilde hat ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Sie sagen, wir können heute unsere erste wir bekommen heute unsere erste Eisenlieferung. Ich habe es geschafft. Die Minen sind wieder offen. Beide Gilden sind dir zu Dank verpflichtet, Case. Das Luftschiff werden wir natürlich kostenfrei reparieren. Ich werde meine Handwerker Bescheid geben, dass wir Erz und Edelsteine zum Verarbeiten haben. Wie sehr ich mich danach sehne, die Schmiedefeuer wieder rühren und die Hämmer wieder ihr Lied auf dem glühenden Metall spielen zu hören. Nice. Weniger Poesie, mehr Metallurgie. Captain Turei. Ich weiß gar nicht, was das ist, Metallurgie. Nein, ich bin der Shogun von Shippanku. Was? Ich dachte schon, du wärst getürmt. Was zum Unterdrunter hat dich aufgehalten? Also ich... Du hattest genau eine Aufgabe, Case. Guildmeister, wie lange dauert das noch? Die Narwal sollte bereits in Kisivar sein. Was genau braucht ihr? Wie steht es mit eurer strukturellen Integrität? Meine Güte, hört auf mit diesen schwierigen Wörtern. Das ist früher Morgen. Es ist 3 Uhr nachmittags. Kritischer Schaden an den sekundären Balken. Schwerer Schaden an der Gondel und an einem der Motoren. Aber die Kappe ist größtenteils in Ordnung und der Gerüstrahmen hat den Absturz überlebt. Nun, sekundäre Rahmen- und Gondelmodelle also und ein Hilfsmotor. Standardreparaturen für den Rest. Das bekommen wir hin. Ich werde mich für weitere Details mit eurem Techniker unterhalten. Sie ist verschwunden, aber ich kenne die Details auswendig. Was stehst du da noch rum, Case? Ich bleib hier und kümmere mich um die Reparaturen und du kümmerst dich um andere Aufgaben. Case, wo ist eigentlich einäugiger Matthew? Warst du nicht mit ihm? Das ist eine lange Geschichte. Er ist...
Dann gib mir die Kurzfassung. Er ist im Knast, weil er Prostituierte geschlagen hat. Er dachte, das wäre GTA. Was? Warum? Er mag GTA. Ich sagte die Kurzfassung. Du musst sie da rausholen. Ich? Hier geht's nicht um dich, Case. Geh zu dem Gefängnis und hol meinen ersten Offizier da raus. Zack, zack. Du. Seinem Captain gibt man keine Widerworte, Case. Und seinem Kameraden lässt man auch nicht in Stich. Geh und befreie einäugigen Matthew jetzt. Die Nava kann ohne den ersten Offizier nicht ablegen. Alter, ist die pisst. Meine Fresse. Von einem Rummenstruieren, die Alte da. So. Ja, das ist also jetzt unsere Hauptaufgabe. Ich finde, den Eingang zum Zenot haben wir doch eigentlich geschafft, oder nicht? Und hier, wir müssen immer noch das Kamel finden. Dafür müssen wir ja eigentlich hier mal nach oben. Und da einfach mal mit den frag einen Gast im Jaguar. Achso, da oben. Hi. Das soll ein romantisches Abendessen werden. Also, wenn dir nichts ausmacht. Ja, bitte entschuldige uns. Aber ich suche einen Segler namens Kemal. Der Navigator der Narwal? Du kennst ihn? Natürlich, ich bin Kontrolleur am Terminal von Quetzal. Die Besatzung der meisten Luftschiffe der Archipels kenne ich persönlich. Kemal ist ein begabter Navigator, aber manchmal etwas zu selbstbewusst. Einmal hat er das Oberdeck der Narwal beinahe auf einem Anlegemast aufgespießt, weil er eine Wette gewinnen wollte. Er durfte nur mit einer Hand fliegen. Liebes. Oh, tut mir leid, keine Arbeit in der Freizeit. Romantisches Abendessen und so weiter. Bin wieder dabei. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung. Die Narwal flog die Kisiwa-Dennitz-Route. Daher habe ich die Crew seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. War ja klar. Hey, tut mir leid, dass ich der Bote für schlechte Nachrichten sein muss. Ich habe mitbekommen, dass du alle Leute hier gefragt hast. Du suchst wirklich eifrig nach ihm. Ich fürchte, ich kann dir dabei leider nicht helfen. Schau, es tut mir leid, aber wir haben ein Date und ich will heute noch ran, also, ne? Oh, sei doch nicht so. Er hat es nicht einfach. Und da geht meine Nummer. Hey, willst du das trinken? Du siehst erschöpft aus. Es tut sicher gut. Ein Energy Drink verhindert das Einschlafen. Ruh dich etwas aus. In Ordnung? Nein, keine Zeit. Hey. 99 Temmiszenzflaschen an der Wand. 99 Temmiszenf. Nimm einen runter, reich sie und ne. Hey, hast du einen venezianischen Segler gesehen? Segler? Ich kenne keinen Segler, aber ich kenne einen guten Song, ne. 27 Flaschen. Ja, wirklich sehr cooles Lied, Mann. Sag ich schon, 27 Flaschen. Es geht um Leben und Tod. 55 Flaschen. Du bist richtig lustiger, ne. Du bist, was ich mein. Nur Schuh, du Lied kennst du noch nicht. Schlimmes Lied, okay. Oh Gott. Die furchtbarste tukmanisches Trinklieder verursachen großen Schaden, vor allem in den Ohren. Ist ein tolles Lied, meinst du nicht auch? Wenn das mit dem Bändigen nichts wird, werde ich Sänger. Yeah! Okay, das ist eine Sackkasse. Was würde Carlos tun? Ich schätze, er würde woanders nach einer Spur suchen. Kann das irgendjemand von meinen Tammys lernen? Von meinen Tammys? Ich hoffe mal nicht. Oh Gott, Bebop kann das lernen. Oh Gott. Ich muss das Bebop auch noch beibringen. Jetzt mussten wir ihn das auch noch beibringen. Ah, da ist er. Das ist Case, den wir überall gesucht haben. Er hat es auf meinen Freund abgesehen. Bitte nehmt ihn fest. Ich suche nur meinen Freund. Der Dojo-Meister bürgt für mich. Ich habe nichts Falsches getan. Ich suche nur meinen Freund. Oh, du meinst diesen Case? Ich glaube, du irrst dich, Manik. Monkey. Er ist unschuldig. Ja, Reni selbst hat dem Hauptmann die Situation erklärt. Aber er hat jede Menge verdächtige Fragen über meinen Kemal gestellt. Und er behauptet, es gäbe diese gruseligen Belsotto-Leute, die ein Luftschiff manipuliert hätten. Und ich bin auch ein Feind. Ich bin auch ein Freund von Kemal. Oh, stimmt das? Er ist in Ordnung, Manki. Voll Pokémon. Der Dojo-Meister kann Menschen besser einschätzen als irgendwer sonst. Es tut mir leid, ich habe mir Sorgen um ihn gemacht. Ich hatte Angst um seine Sicherheit. Case, richtig? Bitte vergib mir, Case. Komm und besuch mich in meinem Haus. Es ist unten im Süden,
bei der Gilde der Schmiede. Wir sollten uns unterhalten. Pass auf dich auf, Case, und entschuldige die Aufregung. Ich schätze, momentan sind alle etwas angespannt. Viel Glück mit der Suche. Ja, danke, dass ihr auch hilft, die Verlorenen zu finden. Danke. Das ist toll. Danke. So, im Süden wohnt er. Wo ist denn Süden? Na, wenn er hier mal nicht wohnt, dann weiß ich auch nicht. Nicht jetzt! Ich bin beschäftigt. Wer auch immer es ist, kommt später wieder. Wer ist da? Ich bin's, Case. Hey, da ist er. Mach schon, rede mit deinem Freund. Ihr habt sicher einiges aufzuhören, aber reg ihn nicht zu sehr auf, okay? Beim Silaro. Case, bist du das? Wie hast du mich gefunden? Wie geht es den anderen? Die ganze Mannschaft ist am Leben, es gibt nur ein paar Verwundete. Puh, das freut mich zu hören. Ich weiß nicht, was ich ohne die brummelige alte Adia Turai machen würde. Wie bist du hierher gekommen? Als wir abgestürzt sind, habe ich mich an einem Seil festgeklammert. Das Problem war nur, dass genau dieses Seil gerissen ist, bevor wir auf dem Boden aufgeschlagen sind. Es hat mich quasi über Bord geschleudert. Bevor ich kapiert hatte, was los ist, bin ich schon geflogen. Das fühlte sich an wie in Zeitlupe, aber ich war so schnell, dass ich an Tukma vorbeifliegen und über den westlichen Rand fallen würde. Aber das war zum Glück nicht so. Ich bin auf einer dieser Fragebüsche gelandet. Was, Fragebüsche? Nein, Interodie heißen die, ja genau. Der hat meinen Fall abgebremst, aber ich habe mir trotzdem das Bein verletzt. Ein paar Kinder haben mich etwas später gefunden, als ich elendig herumkroch. Sie haben mich hierher gebracht und, ja, wer hätte das gedacht, aber ich habe meine alte Liebe Monkey wieder getroffen. Alte Liebe? Nun ja, ganz alte Liebe. Ex-Freund. Das war immer eine Beziehung mit Höhen und Tiefen. Das ist jetzt wohl wieder eine Höhe. Zeit, um neue Pläne zu schmieden? Ja, niemand hatte, ich weiß gar nicht, wer hier Mann und Frau ist, Alter. Für mich sind das hier alles nur, weiß ich nicht. Hier hat jeder mit irgendwas. Ja, niemand hat erwartet, dass die Belsottos uns einfach abschießen. Seit Jahrzehnten gab es ein solches Ausmaß an Luftpiraterie nicht mehr. Aber es wird alles wieder gut. Monkey kümmert sich um mein Bein. Du kümmerst dich um die Narwa und dann zahlen wir es ihn heim. Wann kannst du wieder laufen? Ich weiß nicht. Wird wohl noch ein paar Wochen dauern. Wenn ich mich recht erinnere, hattest du irgendwas Dringendes in Kisivar zu erledigen. Irgendwas mit einem Detektiven? Ich glaube, auf die gute alte Narwa kannst du dich dieses Mal nicht verlassen. Tut mir echt leid. Ich habe keine Ahnung, also vielleicht könnte er, ich weiß nicht, das ist riskant, aber du könntest es ja versuchen, red mit Monkey. Monkey? Bist du fertig? Er braucht Ruhe. Er sagt, er kann mir helfen. Nach Kisiva? Naja, es gibt einen Weg, aber ich würde ihn einen Anfänger im Felsenhüppen nicht empfehlen. Allerdings, du klingst wirklich verzweifelt, also gebe ich dir wohl besser ein paar kostenlose Stunden Übung im Felsenhüppen, schätze ich. Triff mich an der Oberfläche, südlich des Eingangs nach Quatzal, in der Nähe des Mini-Temporiums. Ich bringe dir ein paar Tricks bei. Oh, und bevor ich gehe, es tut mir wirklich leid, dass ich die Wache gerufen habe. Ich war sehr besorgt um ihn und egal, bitte nimm das hier als Entschuldigung. Es wird dir helfen. Ein Felsschild. Senkt durch Kristalltechnik erlittenen Schaden. Das ist das Geilste, was ich bis jetzt gehört habe. Scheiß Kristall. Sobald du hier in Quetzal fertig bist, triff uns am Mini-Temporium. Puh, ich bin froh, Kämmer lebendig auf dem Weg der Besserung zu sehen. Aber einäugiger Matthew ist immer noch im Knast. Ich muss ihn da rausholen. Ja, und das machen wir aber beim nächsten Mal. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz in meine Temmis gucken. Du hast den Feuerchip, das ist gut. Du hast die Tukma-Maske, das macht irgendwas mit Gift. Du hast besser einfangen, Regenschirm, Eiswürfel, Feiglingsmantel. Ja, eigentlich könntest du dann... Ne, hier, nicht du. Entschuldigung, du. Dann kriegst du Ausrüsten... Feldschild. Für ein bisschen weniger Schaden dann für dich. So, wir müssen... Finde den Eingang, frag irgendwie hier... Irgendwie aktualisiert sich unser Ding da nicht. Weil eigentlich haben wir jetzt ja... Naja, Kemal gefunden. Oder muss ich mit noch mehr reden? So ganz zufällig, einfach nur um den Punkt abzuschließen oder so. Ich guck nochmal ganz kurz rein, aber ich glaube nicht. Und dann machen wir nämlich erstmal Feierabend, weil eigentlich kann ich heute nämlich gar nicht so lange und deswegen ist gleich Feierabend. Hier
hier ist ja auch schon nichts mehr. Okay. Na gut. Wir haben Kemalia gefunden. Vielleicht erst dann, wenn er wirklich geheilt ist. Wir sollen irgendwas mit Felsen hüpfen lernen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und wir müssen noch die andere Seite da mal betüdeln. Aber wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Wir müssen ja immer noch dieses Juwel finden und dann... Aber auch finde den Eingang zum Zenot haben wir ja auch schon fertig. Also es aktualisiert sich wohl scheinbar derzeit nicht. Naja, gut. Ich hoffe, Minako und Toxie entwickeln sich bald. Dann haben wir nämlich noch viel stärkere Temtems, wobei wir ja auch ganz stark aufs Ende zugehen. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir noch kommen dürfen. Jetzt verabschiede ich mich aber erstmal und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.